Herzlich willkommen zu Antent. Semi spielt. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Antent. Ja, ich lade gerade im Hintergrund Minecraft hoch. Ich hoffe, dass sich das hier in der Performance dann nicht ausschlägt. Wir wollten nach St. Peter's Island schwimmen. Und ich glaube, das müsste hier so schräg durch sein. Wir nehmen trotzdem mal das Katana in die Hand für die Wasserzombies. Nee, es gibt natürlich keine Wasserzombies. Wäre aber cool. So Haie oder sowas. Hai-Zombies. Piranha-Zombies. Pirat-Zombies. Piraten-Zombies. Ich laber nur einen Scheiß. Ja. Auch schön hier, können wir ein bisschen Rückenschwimmen machen. Nee, komm. Da vorne ist auf jeden Fall schon mal die Insel. Müsste doch die Insel sein, ne? Hier im Wasser können wir leider nichts in der Hand nehmen. Schade. Sonst hätte ich mal, um hier schneller zu schwimmen, die Beine in die Hand genommen. Verstehst du? Ja. Weiß jetzt auch gerade gar nicht, was ich erzählen soll. Hier unter Wasser sieht man Wasserpflanzen. Der lateinische Begriff dafür ist Lateo Populenza. Und diese wachsen unterirdisch nur in zombieverseuchten Gebieten. Und da drüben haben wir auch ein Schiff. Ich glaube, das ist die Stadt, in der wir schon mal waren. Komm jetzt nicht mehr auf den Namen. Dahinter spawnt man meistens. Es gibt in dem Spiel, glaube ich, auch nur 3 oder 4 verschiedene Spawn-Plätze. Also es ist nicht so, dass man random irgendwo spawnt, sondern man hat da schon so ein paar Plätze, wo man spawnen könnte. Deswegen ist es auch relativ einfach, sich hier zu finden. Ist natürlich am einfachsten auch, wenn man sich kennt. Beziehungsweise, wenn man sich kennt? Ich meine, wenn man die Map kennt. Aber im Endeffekt könnten ja eigentlich alle sich immer hier treffen, auf der Insel. Denn die ist ja ziemlich zentral und die kann man eigentlich auch nicht verfehlen. Ich überlege jetzt gerade, ob hier dann auch Zombies drauf spawnen. Wenn nicht, wäre doch hier eigentlich so der geeignete Platz für, für unsere Survival-Hütte. Aber ich glaube, da vorne stehen Zombies beim Flug, beim Helikopterabsturz. Das ist kein Flugzeug, Semi. Oh, hier sind mehrere. Oh, hier sind richtig viele. Aber die haben nichts drauf. So, jetzt mal hier kicken, was das hier so schön gibt. Flashhider. Bipod. Sandbags. Sehr, sehr schön. Achso, das soll ich ja für euch. Ein Bipod ist, das machst du vorne an deine Sniper-Knarre oder auch meistens an LMGs. Ist ein Zweibein einfach, dass du es, wenn du liegst, hinstellen kannst. Ein Flashhider ist ein Mündungsfeuerdämpfer. Was haben wir hier noch? Ein Vertical Grip. Ein Zombie. Ja, und das war's dann im Grunde genommen schon. Mann. Pink Berries. Sonst ist hier nix. Schade. Ich dachte vielleicht, hier finden wir vielleicht ein Nachtsichtgerät, aber immerhin. Es wäre übrigens total cool, wenn man mit dem Hubschrauber fliegen könnte, wa? Ist hier oben drauf noch irgendwas? Nee, aber hier können wir mal ein bisschen so die Aussicht genießen. Ja, sieht aus wie bei mir zu Hause. Bloß mit mehr Bäumen, mehr Wasser. Alice Pack? Was ist denn ein Alice Pack? Das kenne ich noch gar nicht. Sieht aber aus wie ein Rucksack. Jetzt ist natürlich die Frage, Sneaky Peaky Night Camo Bag. Wie groß ist denn das? Ist das genauso groß? Nee, ist es nicht. Schade, es sieht aber so cool aus, ne? Leute, ich würde aber lieber echt das Schwarze mitnehmen. Ich meine, Wooden Shutter und Sticks und so, das brauchen wir alles nicht, aber die Axt brauchen wir. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Forest Helm. Den droppen wir, den brauchen wir nicht. Dafür können wir die Axt mitnehmen.
A sandbag. Blueberries? Ach, stimmt, wir hatten ja noch was vor. Leute. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock zu arbeiten. Ich hab keinen Bock zur Schule zu gehen. Ich pfeife mir lieber ein paar Blueberries rein. Mmh, yeah. Herzlich willkommen zu Anten. Ich würde sagen, wir schwimmen da rüber. Ja, das ist auf jeden Fall der Effekt der Blueberries. Ja, finde ich ziemlich cool. Ja, weiß ich nicht, ob Blueberries, also Blaubeeren, in echtem Leben haben wohl nicht diese Auswirkungen. Aber wer weiß das schon? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Blaubeeren gegessen habe. Ist auch schon so ewig her. Aber ich denke mal, hier sind mehr so... mehr so die Tollkirschen und sowas. Aber so viel will ich euch davon gar nicht erzählen. Jetzt sind wir wieder normal drauf. Und kommen hier... an der Anlegestelle an. Ich glaube, das hier müsste die SS irgendwas heißt die sein. Und da können wir auch nochmal reingucken, wenn wir schon mal hier sind. Und dann begeben wir uns auf den Weg zum nächsten Ort, den wir erkunden können. Dann muss ich aber mal auf der Map gucken, weil so im Kopf habe ich leider nicht, was denn der nächste Ort ist. Aber hier in der Stadt müssen wir auf jeden Fall mal gucken, dass wir hier was zu trinken und zu essen holen. Schade, dass wir da am Helikopterabsturz nicht so vielen geilen Stuff gefunden haben. Da war schon einiges, also ich sag's mal so, wenn wir später auch mit der Sniper rumlaufen und so, wenn wir unser eigenes kleines Fort schon mal gebaut haben, werden wir da auf jeden Fall nochmal hingehen. Was kriegst du hier so lang? Und da gucken, dass wir da vielleicht das ein oder andere noch finden. Police Armor haben wir ja schon an, brauchen wir nicht. Zack. Safe for all. Sicher für alle. Ja, das erzähl mal denen, die da gestorben sind. Ein Hammer? Braucht man so einen Hammer? Ich weiß nicht. Ich weiß bloß, wir brauchen wahrscheinlich eine Säge, um einige Sachen herzustellen. Also gerade wenn es um dieses Crafting geht, der Gebäude. Huch. Moldy Tomato. Brauchen wir nicht. Zack, zack. Ja, schade, dass mittlerweile die Zombies im Endeffekt gar keine große Bedrohung mehr sind. Es sei denn, sie kommen in großen Truppen. Dann ist natürlich immer noch Gefahr im Verzug. Aber im Moment so die einzelnen... Also ich sag's mal so, wenn wir uns nicht ganz bescheuert einstellen, dann haben wir damit gar kein Problem mehr. So, rückwärts die Leiter runter. Das ist auch so ein Ding, an was ich mich extrem gewöhnen muss. Immer noch rückwärts eine Leiter runterzugehen. Ich meine, eigentlich ist es logisch, aber naja, es fühlt sich halt seltsam an. Was ist das hier? Ein Compoundbogen, also ein Komposit. Scheiße, wie heißt das? Was glaube ich? Kompositionsbogen heißt das, glaube ich. Nee, Zack. Ach, guck mal, da kommen noch welche. Können wir mittlerweile auch einfach so wegschlagen. Oh, jetzt habe ich aus Versehen auf Taschenlampe gedrückt, war aber genau richtig. Perfekt. Irgendwas haben wir ja gesucht. Ich weiß gar nicht mehr, was suchten wir jetzt eigentlich? Wir wollten uns ein Taglight herstellen. Ich weiß übrigens mittlerweile, wie man Taglight herstellt. Bin einfach nur blöd gewesen. Und zwar brauchen wir zweimal Duct Tape. Da können wir eigentlich mal gucken. Wir haben noch einen ein Duct Tape, das heißt, wir brauchen noch eins. Boah, ich bin super am Rechnen, ne? So. Eine Torch hat der fallen lassen. Eine Torch übrigens in Verbindung mit so einem Bauarbeiterhelm kann man zu so einem Minenhelm machen. Also hast du dann quasi eine Lampe oben auf dem Helm drauf. Auch sehr, sehr geil. Handsaw haben wir, ne? Handsaw nicht verwechseln mit Jigsaw. Ich glaube, das war einer meiner schlechtesten bis jetzt. So.
MRE übrigens, habt ihr mir geschrieben, das Teil, wenn ihr das findet, nur im äußersten Notfall benutzen. MRE ist diese typische, dieses Soldatenfutter da, was so, Moment, ach, der ist tot. Ja, was so super schmeckt, da wird in Esch gibt's das auch, ne, da wird dann ein bisschen Wasser reingefüllt und dann, wird da, kannst du das essen. Das schmeckt total super. Ist gelogen. Aber, also, das Zeug gibt's wirklich. Aber schmeckt nicht super. Jedenfalls, Moment. Zack. Jedenfalls, nimmt das wohl richtig viel Durst und richtig viel Hunger wieder weg. Deswegen das Teil wirklich nur im Notfall benutzen, wenn ihr gar nichts anderes habt. Zack. Wir suchen hier natürlich jetzt allerhand Sachen immer noch. Essen, trinken, was war nicht so. Wir haben keinen Platz. Ey, wir müssen irgendeinen Scheiß einfach mal wegwerfen. Sachen, die wir einfach später uns holen können. Jetzt also kein Aufschrei jetzt hier. Ich weiß selber, dass ein paar Sachen davon richtig cool sind. Aber, Kantinen kann man nicht... Oh, das ist ja scheiße. Und kann man denn Kantinen nicht stacken? Das ist ja richtig scheiße. Komm, die Slug-Munition, die werfen wir auch mal ab. Ich meine, wir haben ja erstmal 19 Buckshots. Das passt ja dann. Scrap Metal brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Für uns ist eigentlich jetzt immer noch das Wichtigste, dass wir Essen und Trinken mit uns führen. So, die drei Teile würde ich gerne behalten. Kantinen machen wir mal hier runter. Ganze Zeugs. Duct Tape. Genau. Wir suchen trotzdem hier das Duct Tape. Ich will nämlich, wenn es geht, Bottled Water. Ach guck mal, und das ist alles noch Gutes, was wir haben. Das müsste eigentlich jetzt uns fast auf Null bringen. Wie viel bringt denn das? 20, ne? Oder? Oh, 25 mindestens. Das ist ja schon mal, das ist eine Ansage. Das tut mir fast in der Seele leid, den ganzen geilen Scheiß hier liegen zu lassen. Noch einer? Nee. So, aber guck mal, hier haben wir auch schon wieder Bugshots. Wir laufen ja, wie gesagt, immer mit der Pumpgun rum. Weil im Moment sehe ich es halt auch nicht ein, irgendwie jetzt eine andere Waffe mitzunehmen. Was haben wir hier? Bolts, also Schrauben. Das brauchen wir im Moment alles nicht. Später, wie gesagt, Leute, ich will das auf jeden Fall auch ausprobieren. Es gibt ja hier auch Waffen, die man ganz, ganz selten findet, wie so eine, ja, ich sag mal, Anführungszeichen AK, eine Uzi und. Das will ich natürlich alles auch mit euch ausprobieren. Ich will das ja auch sehen. Ich habe das ja alles auch selber noch gar nicht gesehen. Aber da müssen wir mal gucken, ob wir da was finden. Erstmal führt uns unser Weg hier wieder in ein Dorf rein. Und hier waren wir schon. Hier sind wir, glaube ich, gestartet. Wir können ja mal auf der Karte gucken. Ja, Alberton sind wir wieder. Das ist ja cool. Ich würde nämlich dann als nächstes gerne nach... wie heißt das da unten? Boah, das kann man ja kaum lesen. Wiltshire Farm? Oder so? Und daneben ist ja, also da schräg rechts drüber ist ja auch die Farnwood Farm. Und unten ist ja der Holman Island. Und da würde ich gerne überall hin. Einfach mal gucken. So, hier. Das. Dann können wir hier gleich kicken, was wir da wieder alles verbinden können. Ja, Apple Juice kann man nicht craften. Ich habe gedacht, die sehen aber auch fast gleich aus, ne? Also, da kann ich nichts für, so. So. Adrenalin brauchen wir erstmal nicht. Dressing. Oh, hier sind die ganz großen drinne. Purification Tablets. Painkillers. Wir könnten eigentlich mal so eine Purification Tablets einfach fressen. Weil, so viel ich weiß, geht davon unsere Vergiftung, unsere Radiation auch ein bisschen runter. Ja, unheimlich krass viel sogar. War natürlich ein Scherz, ne? Also, dass das unheimlich krass viel war. Ich habe wirklich gedacht, das wäre mehr, aber dann wohl nicht. So, gibt's hier noch irgendwas Interessantes? Ich glaube, das Interessanteste, wenn, dann finden wir in der Police Station, wenn hier eine ist. Ich bin mir bloß nicht mehr sicher, ob hier überhaupt eine ist.
Bin immer noch so ein bisschen enttäuscht, dass wir da beim Helikopter einfach so wenig geilen Scheiß gefunden haben. Da hätte ruhig mal ein bisschen mehr sein können, wa? Ja, ich würde sagen, wir halten uns hier auch gar nicht so lange auf, sondern wir ziehen dann gleich weiter zu den Farmen. Bams! Ja, und gucken dann da, was da so abgeht, aber ich glaube, auf Farmen ist auch nicht so viel. Im Moment, glaube ich, die interessantesten Sachen für uns einfach in den ganzen großen Städten. Aber vielleicht finden wir hier noch so einen Bauhelm oder ein Ducktape. Wir suchen ja immer noch ein Ducktape. Ein Candy Bar, zumindest irgendwas zu essen. Ist natürlich jetzt nicht so das Beste, aber was soll das? Wir hauen uns den Candy Bar rein. Ja, dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter. Dann ziehen wir hier noch den Rest von Alberton ab, wollte ich jetzt beinahe sagen. Nee, dann ziehen wir hier natürlich noch durch den Rest von Alberton, gucken, was da so ist. Ich hoffe, dass in der Pizzeria ordentlich was zu essen, zu looten ist. Und dann, wie gesagt, ja, machen wir uns auf den Weg zu den ganzen Farmen und zu den Holman Islands. Bin gespannt, was es da so zu entdecken gibt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.